ein Windlicht machen, Glückwunschkarten gestalten, Notizbücher verschönern, dekorative Bilder gestalten und die Farben, die nehmen wir aus der Natur. Ihr habt wahrscheinlich schon von EcoPrint gehört. Hier wird die Färbekraft von Pflanzen, das sind jetzt vornehmliche Blätter, genutzt, um Abdrücke auf Stoff bzw. auf Papier zu erzeugen. Ich zeige euch heute, wie man das mit Papier macht. Stoff geht ein kleines bisschen anders, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Dafür benötigen wir Papier. Ich verwende hier stärkeres Papier, Aquarellpapier, das ist ca. 200 Gramm, da die Blätter einfach durch viel Wasser aufnehmen müssen. Ihr benötigt dann noch zwei Platten in der Größe eurer Papiere. Die können aus stärkerem Karton sein oder Metall. Ich habe hier einfach alte Kupferdruckplatten. Dann benötigt noch etwas Schnur zum Umwickeln des Bündels oder solche Binderclips, rostige Nägel, einen Kochtopf, Wasser und Alaun. Als nächstes sammeln wir die Blätter. Was sich bei mir bewährt hat, das sind Pflanzen wie Mädchenauge oder Storchschnabel, Rosenblätter, die Blätter von Nussbaum, vom Ahorn. Aber es gehen auch Blätter von der Brombeere zum Beispiel, von der Pfingstrose, der Kastanie, Purpurglöckchen oder auch Farn. Nicht alles eignet sich fürs Ecoprinten und da ist das Spannendste an dieser Technik das Experimentieren. Als nächstes weichen wir die Papiere ein. Dafür lösen wir das Alaun in Wasser auf. Wir nehmen einen Teelöffel Alaun pro Liter Wasser. Das Auflösen geht am besten, wenn das Wasser heiß ist. Jetzt weichen wir das Papier ein, sodass es gut durchgeweicht ist. Braucht keine Angst haben, das Alaun ist nicht giftig. Da könnt ihr ruhig mit der Hand hineingehen. Das Einweichen der Papiere dauert ca. 5 bis 10 Minuten. Also 5 bis 10 Minuten solltet ihr es erst weichen lassen. Wenn das Papier eingeweicht ist, machen wir eine Art Blätterlasagne. Dafür verwenden wir die Platten oder den Karton, das eingeweichte Papier und die gesammelten Blätter. Zuunterst kommt einer dieser Platten, dann kommt eine Schicht von gesammelten Blättern, dann ein Papier, dann wieder Blätter, dann Papier und so weiter. Zum Abschluss kommt wieder eine dieser Platten und dann wird das Ganze mit Schnur oder mit Bindeklebs zusammengepresst. Also noch ein Hinweis, die Unterseite druckt intensiver als die Vorderseite. Das Alaunwasser, wo ihr euer Papier eingeweicht habt, das verwendet ihr dann auch zum Kochen des Bündels. In das Kochwasser gibt man dann noch ein paar rostige Nägel hinein, das verstärkt diese Färbung. Ihr könnt das Bündel über einen Einsatz dämpfen oder ihr könnt es auch direkt im Wasser kochen. Beim Dämpfen, das hat den Vorteil, dass sieht man dann wirklich exakte Linien bei den Blättern. Beim Kochen wird es mehr so eine Art Aquarell. Insgesamt empfehle ich es, ca. 3 bis 4 Stunden auf kleiner Flamme kochen zu lassen. Wenn ihr möchtet, wenn ihr die Ränder auch eingefärbt haben wollt, dann gebt noch ein paar Zwiebelschalen oder auch die in den Topf, dann werden diese auch mitgefärbt. Und jetzt das Bündel öffnen und staunen. Manches funktioniert, manches nicht. Hier muss man einfach ein bisschen experimentieren.
Wie ihr seht, das ist jetzt nicht so gut geworden. Das ist einfach der Teil, wo ich gesagt habe, man experimentiert ein bisschen, manchmal funktioniert es halt nicht so gut. Das ist jetzt dieses Mädchenauge, das wird dann beim Kochen oder nach dem Kochen orange. Was ich finde, das ein sehr netter Effekt auch ist. Ich hoffe, diese kleine Einführung ins Eco-Printing hat euch gefallen. Wie ihr wisst, freue ich mich immer sehr über einen Like oder einen Kommentar. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.